Warum sollte ich meine Heimat verlassen? Eine gute Frage. Warum? Weil ich sicher und ruhig leben, mir eine Existenz aufbauen, es endlich einmal selbst zu etwas bringen möchte? Ich bin 1871 geboren, im gleichen Jahr, in dem das Deutsche Reich gegründet wurde. Alle damals dachten, es würde jetzt besser werden, haben mir jedenfalls meine Eltern erzählt. Doch nichts passierte. Wir in den kleinen Orten haben nichts von dem abbekommen, was in den großen Städten errichtet wurde. Dem Kaiser geht es gut, sagt man. Und das ist ja die Hauptsache, oder? Allein in meinem Heimatort in Süddeutschland sind in den letzten 20 Jahren fast alle weggegangen. Jetzt schreiben wir 1905 und es sind hier nur noch Alte und Arme. Keine Chance auf Arbeit oder eine geregelte Zukunft. Meine Eltern haben nie etwas zu mir gesagt. Ich glaube, sie haben viel erlitten. Aber trotz Hungersnöten und wirtschaftlichen Krisen fanden sie nicht den Mut, fortzugehen. Wie auch, mit 5 Kindern. Mehr als 1 Million Menschen in 10 Jahren haben das Deutsche Reich verlassen, so sagt man immer wieder. Eigentlich unvorstellbar. Menschen, die all ihr Hab und Gut, wenn sie denn welches hatten, zurückgelassen haben, um in die Fremde zu gehen. In Länder, von denen sie kaum etwas wissen. Gut, es gibt Bücher über Amerika. Gut für die, die lesen können. Und es gibt unzählige Geschichten von denen, die es geschafft haben, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Ich weiß nicht, ob diese Geschichten stimmen. Ob wirklich die Träume dort in Erfüllung gehen können, die ich habe. Es sind dieselben, die wahrscheinlich alle von uns hier haben. Eine Familie gründen, eine sichere Existenz schaffen. Die Kinder sollen es doch einmal besser haben als man selbst. Das hätten sich auch meine Eltern für mich gewünscht. Und ich möchte ein eigenes Haus besitzen. Meine Kinder sollen einmal zur Schule gehen können. Und ein wenig Land. Nicht groß, aber es muss mich und meine Familie ernähren können. Ich will kein Reichtümer. Aber wenn ich die Chance hätte, ich würde sie ergreifen. Im Nachbarort haben vor ein paar Jahren alle Juden die Stadt verlassen. Fast Hals über Kopf, die armen Schweine. Immer sind sie gepiesackt worden. Beleidigungen haben sie ihnen nachgerufen. Ich bin kein gläubiger Mensch, aber ich habe mich gefreut, dass sie jetzt in Amerika in Ruhe leben können. In Ruhe. Das ist auch ein Traum. Weg von den ewigen Kriegen in Europa, der Kleinstaaterei hier. Drüben ist das Land groß und hat Platz für die Träume von Millionen Menschen. Auch für meine. Deshalb werde ich fortgehen.
Thank you.